Ich grüße Sie recht herzlich, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV. Morgen exakt um 11 Uhr. Und wir wollen auch gleich mal durchstarten, nämlich mit dem DAX auf Allzeithoch. Ganz klar, Sie sind hier ohnehin schon im Bilde, nah am Markt dran. Aber die Frage ist eben noch, was kann der DAX denn hier eigentlich noch zaubern auf der Oberseite im Sinne des heutigen Tages? Wir sehen hier gestützt durch Asien, gestützt durch diverse Einflüsse aus den USA, dass der DAX hier wahrscheinlich noch nicht fertig zu sein scheint. Und insofern hegen sich natürlich hier Spekulationen, bis wohin kann denn hier die Reise eigentlich beim DAX noch gehen? Gar keine Frage. Und dieser Frage wollen wir uns aber heute widmen, dieser Fragestellung. Interessant auch hier vor dem Hintergrund die Tatsache dessen, dass wir ja die auseinanderklaffende Schere Euro-US-Dollar hier weiter sehen. Ja, wir sehen hier auf Jahresbasis praktisch, ach, was sage ich, Jahresbasis, mit Blick auf die, Moment. Jetzt haben wir es. Ein Jahr. So. Mit Blick auf Jahresbasis jetzt hier den DAX gegenüber dem Euro-US-Dollar in der Korrelation. Und wie auch schon mal unlängst erwähnt, haben wir hier eine gewisse Scherenentwicklung, die sich hier weiter auszudehnen droht. Auch mit Blick hier auf die Vergangenheit sehen wir deutlich, dass jetzt hier unlängst wieder Kurs auf DAX eben neue Allzeithochs und Euro möglicherweise neue Mehrjahrestiefs genommen wird. Das ist jetzt hier die große Gretchenfrage, wie es weitergeht. Grundsätzlich darf man davon ausgehen, dass wenn der DAX mal korrigiert, auch Euro-US-Dollar sich erholen kann, erholen wird. Ob es soweit kommt, das steht noch in den Sternen. Euro-US-Dollar, Sie wissen, das ist an einer langfristigen unteren Trendlinie gut geschützt, die er jetzt in Kürze im Bereich 1,045, 1,05 wieder ansteuern dürfte. Zumindest spricht viel dafür. Aber es soll jetzt nicht um Euro-US-Dollar gehen, sondern um unseren DAX, der hier heute ein neues Allzeithoch gemacht hat. Direkt vom Morgen an ging es los. Wir hatten ihn gestern ja schon in der Beschau. Auch ein Pullback hatte ich hier durchaus für möglich gehalten im US-amerikanischen Kontext. Also im Sinne dessen, dass die Amerikaner ja vielleicht doch noch ein Stück weit durchschnaufen. Wir sehen aber, der DAX hat wieder ein Eigenleben entwickelt par excellence und ist hier deutlich nach oben ausgebrochen. Wir haben hier unverändert diese Aufwärtstrendlinie, die weiter maßgeblich betrachtet werden sollte für den Fall, dass der Index eben zurücksetzen sollte. Hier haben wir diese Horizontalwiderstandslinie. Sie kennen den Bereich 12.100, 12.110. Genau diese Zone ist es, die, wenn es denn zu einem Pullback kommen sollte, hier höchste Aufmerksamkeit erfahren sollte. Hier haben wir einen sehr, sehr schönen Kreuz-Support, eine Kreuz-Unterstützungs-Cluster-Support. Das heißt, der DAX ist hier oberhalb von 12.100, 12.075, also hier grob in dieser Zone sehr, sehr gut abgesichert. Und es dürfte grundsätzlich von diesem Niveau aus, wenn es denn touchiert werden würde, weiter aufwärts gehen. Die Frage ist aber, was sind es für Key Levels heute? Also was sind die Schlüsselmarken? Und da ziehen wir hier direkt nochmal eine kurzfristigere Trendlinie in den Chart, die hier praktisch auch im Kontext des EMA 50, schwarze Linie hier und dieses Verlaufshochs der jüngsten Zeit, machen wir es direkt fix, vom Vortag hier praktisch kombiniert, eine vorgeschaltete Unterstützung bietet, also auf der Südseite hier ein klares Key-Level im Bereich 12.145, 12.150. Machen wir nicht fix auf den Pip, eh klar, viel entscheidender, dass man hier in dieser Zone eine mögliche Supportzone hat für den Fall, dass der DAX hier zurücksetzt. Wir fächern das Ganze weiter auf und zwar gehen jetzt nochmal mitten einer Trendlinie weiter nach oben. Das können wir auch sehr schön übrigens mit dem Fibonacci-Fächer machen. Schenke ich mir jetzt mal gerade, ich zeichne die Linie mal so ein, aber hier mit dem Fibonacci-Fächer auch durchaus möglich, hier sozusagen eine Trendlinienstruktur, ein Trendlinienfächer sozusagen in den Chart zu bringen. Jetzt haben wir hier kurzfristig diesen Trendimpuls, den ich hier auch innerhalb dieses kurzfristigen Trendkanals, wohl bemerkt in der 24-Stunden-JFD-Indikation einfange und die zeigt mir zunächst erstmal an, dass wir sehr gute Chancen haben, 12.280 Level oder das Niveau von 12.280 Punkten anzulaufen. Das wäre das Resistant Level 2 des Wochenpivotpunktes. Die Handelswoche ist bald herum. Hier der Pivotpunkt der laufenden Handelswoche, sozusagen der Fingerabdruck ja der Vorwoche. Und in meinem absoluten Ausdehnungsfall, eben aufgrund des Fingerabdrucks der Vorwoche, hätte der DAX theoretisches Potenzial, bis in den Bereich 12.438 Punkte anzusteigen. Das ist für heute zugegebenermaßen etwas utopisch, doch man weiß ja nie, wenn der DAX hier wirklich einen Durchdreher kriegt, dann zieht er vielleicht direkt nach oben hin an. Aber kurzfristig bleibt es hier alles durchweg bullisch. Also hier erstes Ziel,
in meinen Augen 12.280, dann kann es leicht Rücksetzer geben und dann, wenn es denn hier weiter zu einer steilen Performance kommt, kann der DAX auch im Zuge einer ja, starken Nachmittagsbewegung der Amerikaner, vielleicht sogar einer guten US-amerikanischen außerbörslichen Entwicklung, dann am späten Abend in den USA hier sogar noch weiter anziehen, gar keine Frage. Plan B, wenn wir hier kurzfristig die heutigen Eröffnungsstände unterschreiten, dann haben wir hier genau diesen Test dieses ersten Kreuzsupports als Option. Mal direkt nochmal einen blau gestrichelten Pfeil rein, weil von diesem Level auch Pullback an das frühere Niveau könnte der DAX dann direkt weiter aufdrehen und insofern hier die Bullen nochmals segnen im Sinne weiterer Performances. Wir haben heute natürlich einen schwachen Wochentag, das wissen Sie. Der DAX hier statistisch während der letzten 52 Handelswochen, insbesondere am Freitag, nur 38% positive Schlusspreise. Sollte aber dazu führen, dass wir nach dem heutigen Auftakt, nach der heutigen Bewegung, eigentlich keinen negativen Tag haben. Insofern würde hier ein Prozentpunkt obendrauf kommen und ab Montag steht dann hier eben 39% positiver Schlusspreise höchstwahrscheinlich. Also warten wir mal ab, was passiert. Grundsätzlich, wie gesagt, der DAX weiter im Höhenrausch, da gibt es nichts dran zu meckern oder zu äußern und man sollte sich tunlichst hier auch nicht gegen so einen starken Trend stellen, wie wir ihn denn aktuell sehen. Insofern Bull Riding und die Party geht weiter. Auf der Oberseite, wie gesagt, haben wir die Levels genannt. Auf der Südseite haben wir die möglichen Supportzonen definiert. Kritisch wäre es jetzt natürlich dann auch im Kontext dessen, wenn wir hier Marke 12.000 Punkte, 12.190 unverändert, das wäre hier dann definitiv ein Schlag zwischen die Hörner für die Bullen. Dann müsste es durchaus abwärts gehen, wenn der DAX dieses Level unterschreitet. Aber wir haben eben jetzt auf der Oberseite auch viele, viele Support-Levels, die der DAX hier erstmal zu verteidigen scheint. Gut, schauen wir noch kurz auf den Tagesschart. Hier nähern wir uns jetzt dieser oberen deckelnden Trendlinie, die wir schon lange, lange im Chartbild haben und schon lange, lange sehen und erkennen und definieren. Unlängst brach der DAX eben auch hier aus diesem Niveau schon oder über diese Trendlinie aus. Sollte das heute wieder gelingen, dann könnten sich hier definitiv weitere Aufwärtsimpulse erschließen, die vielleicht dann doch bis 12.438 Punkte hier bis zum Resistant-Wochenpivotpunkt reichen könnten. Das wäre dann definitiv das mögliche Level, dass wir hier dorthin hinaus schießen, aber wenn es denn nicht dazu kommt und wir eine Konsolidierung erfahren, dann ist die Situation nach wie vor die, dass hier auch im Bereich von 12.000 Punkten eben, das sehen Sie hier sehr schön an diesem längerfristigen Tageschart, sowohl eben auf Stundenbasis 11.190 als auch hier auf dem Tageschart-Intervall diese längerfristige Trendlinie seit Ende Februar. Hier haben wir ein schönes Support-Level. Er wäre also gut aufgefangen, wenn es hier Rücksetzer gibt. Unterhalb dessen kann es dann eben kritisch werden, wie gesagt. Aber schauen Sie sich mal hier auch die Entwicklung vom Januar, Februar an. Hier diese Entwicklung von Mitte März. Möglicherweise haben wir jetzt hier nochmal Gleiches zu erwarten. Tatsache ist, die Bullen sind hier weiter am Drücker. Und ich wünsche Ihnen einen guten Lauf. Ich hoffe, Sie sind dabei, wenn Sie den DAX traden, wenn Sie den DAX handeln. Es gibt derzeit, jetzt sind wir sogar schon beim Resistance Point 2, der schießt hier förmlich weiter nach oben. Es gibt förmlich keine Umkehrsignale. Die Bullen sind hier einfach weiter on woke. Und kurzfristig müssen wir jetzt hier sogar an die obere Trendlinie rangehen, vielleicht nur leichte Rücksetzer, vielleicht schießen wir auch direkt raus aus diesem Trendkanal. Also hier der DAX ohne Ende im Bullenlauf. Wollen wir ihn nicht ausbremsen, denn wir sehen hier abschließend noch die Saisonalität. Schauen Sie, was wir die kommenden Tage/Wochen zu erwarten haben. Ein Narr, wer hier übermäßig auf Short-Engagement setzt, wenn es denn hier keine klaren Signale gibt. Sicherlich werden sie kommen, der DAX wird auch irgendwann mal durchschnaufen müssen, doch für heute sehe ich das eher nicht, es sei denn, wir brechen hier die entsprechenden Key-Levels nach unten. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Morgenausblick vom JFD Live Trading zum DAX. Wenn Sie mögen, am Nachmittag hören wir uns wieder. Gibt auch dann noch das JFD FX Strategy Webinar ab 14 Uhr. Sind Sie auch herzlich eingeladen, kostenlos, kostenfrei. Schauen wir uns da die Bollinger-Bänder an. In dem Zusammenhang auf bald, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.